Hey Mallorca-Lovers, dies ist ein Podcast für Mallorca-Liebhaber von Mallorca-Auswanderern, die ihre spannende Geschichte erzählen, wieso, weshalb, warum sie auf Mallorca sind, wovon sie leben und was das Besondere ist an dieser Insel, die Mallorca-Magie. Also viel Spaß auf spannende Mallorca-Geschichten. Hey Mallorca-Lovers, schön, dass du wieder dabei bist bei einer weiteren Folge von meinem Mallorca-Auswanderer-Podcast. Heute habe ich wieder einen ganz wundervollen Gast. Also alle Gäste sind wundervoll, aber heute ist es wundervoll. Und ich habe lange überlegt, ob ich sie frage, weil es gibt ein kleines Problem. Sie ist noch nicht ganz ausgewandert und es ist ja ein Auswanderer-Podcast, aber sie ist mittendrin. Und deswegen habe ich mir überlegt, sie passt hier gut rein. Und ich habe so viele Fragen und ich möchte so viel wissen. Und ich weiß gar nicht, wo ich genau anfangen soll. Aber erstmal herzlich willkommen, Nancy. Schön, dass du hier bist. Hallo, ich freue mich, dabei zu sein. Ja. Liebe Nancy, bei dir ist das sehr spannend. Du hast ja einen Beruf, wo du von überall aus arbeiten kannst. Und du kennst Mallorca schon länger und jetzt hat dich aber der komplette Mallorca-Virus erfasst. Das ist absolut korrekt. Also ich bin richtig verliebt in die Insel. Aber schon länger, schon seit ein paar Jahren. Okay, pass auf. Meine erste Frage ist, wann warst du das erste Mal auf Mallorca? Das war mit meiner Mama, da war ich selber noch ein Kind. Nachher nochmal als Teenager und dann ganz, ganz lange nicht mehr. Und bin dann tatsächlich mit meinem damaligen Partner von ungefähr 15 Jahren oder so wieder hergekommen. Aber da war ich irgendwie, das waren dann wirklich einfach Ferien. Und wo ich wirklich so in Mallorca eingetaucht bin, das ist ungefähr vor 5 oder 8 Jahren gewesen. Da war ich alleinerziehend von 3 Töchtern und bin mit ihnen dann hierher gekommen. Und es hat mir so gut gefallen, dass ich dann auch viele Male auch zwischendurch alleine hierher gekommen bin, als die Kids dann bei ihrem Vater in den Ferien waren. Das war dann auch so, dass ich zum Beispiel am Wochenende gesagt habe, die Kids gehen zum Papa. Also ich buche mal kurz am Donnerstagabend, gehe Freitagmorgen nach Mallorca, komme Montagmorgen wieder zurück und das war es dann und das war genial. Echt? Mhm. Krass. Was hat dich fasziniert von Mallorca? Was ich liebe, ist natürlich auch die Nähe. Es ist nicht so weit, um zu fliegen. Man kommst kann es du her? Erreichen. Hm? Wo kommst du her? Ich komme aus der Schweiz, aus dem Kanton Aargau heißt das dort. Also eigentlich deutschnah an der Grenze, in der Nähe von Bad Säckingen. Und da lebe ich auch schon seit über, keine Ahnung, fast 15 Jahre. Ja, 10, 15 Jahre. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, dann warst du am Wochenende mal kurz hier. Ja, genau. Die Faszination von Mallorca. Was hat dich da fasziniert? Es ist, was ich halt über alles liebe, es ist eine Insel. Und ich bin so eine Verträumte. Und ich mag die Vorstellung einer Insel. Es ist klein, kompakt, man kommt überall schnell hin. Es ist auch nicht größer als die Schweiz zum Beispiel oder kleiner natürlich. Und das finde ich schon geil, weil ich habe auch früher immer schon die Blaue Lagune geschaut und war immer inselaffin. Dann kommt das Zweite natürlich, es ist nicht weit mit dem Flieger. Und das Dritte, es ist einfach warm. Weil ich könnte ja auch eine kalte Insel aussuchen im Norden, aber nein, es muss Spanien sein. Und das hat auch ein bisschen mit dem Ursprung zu tun, mit meiner Kindheit. Meine Eltern, die haben Spanien über alles geliebt. Und wir sind wirklich viele Male im Jahr sind wir auf die Kanarischen oder nach Spanien, Benidorm, überall. Es war immer irgendwie in der Nähe von Spanien in die Ferien gegangen. Und wo warst du dann immer, wenn du so oft hier warst? Kennst du die ganze Insel schon oder hast du so einen Lieblingsort? Nee, ich bin eigentlich eine Inselanfängerin. Also ich habe eigentlich wirklich nur 3 Orte, die ich wirklich gut kenne. Einmal war ich in Palma Nova. Da habe ich mir Ferien geleistet mit meinen Kindern in einem 4-Sterne-Hotel und habe alles für das Hotel ausgegeben.
damit wir diesen Luxusferien machen können. Dafür hatten wir kein Geld mehr für sonst und dann haben wir sonst einfach per Wanderungen und Picknick die Ferien genossen. Und sonst war ich immer in Santa Ponsa und dort hat es eigentlich angefangen, dass das Netzwerk, was ich bis jetzt am Ausbauen ist, dort hat es angefangen. Und zwar saß ich dort in einem Café an einem Morgen, in einem ganz kleinen, schlichten Café, nicht mal in Strandnähe, sondern ein bisschen innerorts. Und wen treffe ich dort? Den Lukas Cordalis. Und wir sind dann irgendwie ins Gespräch gekommen. Ich glaube, ihm gefiel mein Zopf, weil ich hatte dort sehr lange Haare und so einen Seitenzopf bis runter zu den Beinen fast. Und in den Erzählungen hat er gesagt, du bist wie meine Schwester. Die Angeliki Cordalis. Ich muss euch mal verkuppeln miteinander, weil sie auch Veganerin ist wie ich. Und dann habe ich die liebe Angeliki, damals noch Kiki genannt, kennengelernt. Und sie sind ja die Kinder von Costa Cordalis. Und ich durfte dann die ganze Familie kennenlernen. War dann auch Backstage mit ihnen mit auf der letzten Tournee in der Schweiz. Und irgendwie hat sich das dort schon irgendwie wie eingepflanzt, dass hier ganz, ganz viel passiert. Also es sind ganz viele Wunder passiert. Und ich habe einfach jedes Mal gemerkt, wenn ich hier bin, auch in Santa Ponsa damals, ich fühle mich so wohl hier. Es ist einfach, immer wenn ich hier weggeflogen bin, habe ich gedacht, ich will wieder zurück. Mhm. Und wie zu Hause fühlt sich das schon an, ne? Ja, und wenn man herkommt, dann ist es wie nach Hause kommen, ja, ne? Ja, absolut, ja. Okay. Und andere Orte waren meist Ferien für mich. Ja, ich bin hier in den Ferien oder ich gehe etwas oder jemand besuchen. Aber die Insel Mallorca, die liebe ich schon vom Herzen her schon seit vielen, vielen Jahren. Und warum bist du noch nicht hier ganz? Was hat dich noch aufgehalten? Ja, das sind natürlich, meine Kinder sind jetzt endlich mal so halb erwachsen. Ich sage jetzt mal so, die Zwillinge sind 19, die Große ist 22. Ich bin auch schon Großmutter, Nana genannt, von einem anderthalbjährigen Enkelkind. Das ist natürlich einer der Gründe, dass ich auch in der Nähe meiner Kinder sein möchte. Und auch Partnerschaft ist sicher ein Thema. Aktuell, aber damals, als du schon verliebt in die Insel warst, warum hast du da nicht, wenn die Kinder noch ganz klein sind, dann ist das ja alles noch einfacher. Damals sah ich die Möglichkeit schlichtweg nicht. Okay. Ich war auch in meinem Business noch nicht da, noch nicht, ich habe meine Berufung noch nicht gelebt. Das ist erst in der Anfangs-Corona-Zeit gekommen. Also tatsächlich Ende 2019, Anfangs 2020. Lebe ich meine Berufung und ich lebe wirklich auch jetzt von dem. Vorher habe ich Unterstützung bekommen von den Alimenten, vom Vater der Kinder und habe mich einfach ein bisschen durchgeschlagen. Mhm. Also das wäre finanziell oder irgendwie, ich hätte nicht gewusst, wie. Es war gar noch nicht im Feld. Ich habe ja schon gesagt, du kannst von überall aus arbeiten. Du bist Influencerin, ne? Nennt man ja so. Da kommen wir gleich nochmal zu. Da will ich nämlich nochmal ganz tief reingehen, wie das gekommen ist und so. Aber okay, da hast du das noch nicht gesehen. Und jetzt ist es aber im Feld. Das heißt, du bist ja jetzt hier bei mir auf der Wellness-Finca für längere Zeit und hast dir da jetzt schon, das ist ja kein Urlaub für dich, sondern es ist wirklich schon, ja, so Netzwerk ausbauen hier für die Zukunft. Auch. Also ich habe das nie als Urlaub jetzt auch gesehen, sondern ich habe vom ersten Tag, wo ich hier war jetzt, bei der Wellness Finca, habe ich gesehen, ich wohne jetzt hier. Und es ist, ich sage immer so schön, ich arbeite nicht, ich habe keine Freizeit, ich habe keine Hobbys, ich habe keine Ferientage, sondern ich lebe und mache das, was ich möchte. Und dann fließt alles wie ineinander hinein. Also das heißt, wenn ich hier bin und morgens auch mit dir zum Teil oder auch alleine im Meer schwimmen gehe, dann lade ich mich hier mit Energien auf, welche mir gleichzeitig dann wieder dienen als Energiebooster für meine Berufung. Und dann am Nachmittag habe ich dann plötzlich Lust, dann
was zu machen in meiner Berufung. Und so fließt das alles ineinander hinein. Und außerdem liebe ich es auch, Menschen kennenzulernen und das Netzwerk hier aufzubauen. Und da bin ich ja hier im perfekten Nest gelandet. Auch mit dir zusammen. Ja, das ist krass, ne? Was du hier schon alles jetzt kennengelernt hast, was wir noch alles vorhaben. Okay, aber jetzt ist die Zeit reif, wo du dir wirklich auch vorstellen kannst, ganz herzukommen. Also es gibt jetzt noch ein paar kleine Herausforderungen, um das jetzt final umzusetzen, ne? Richtig, ja. Wie du sagst, so Kinder, Partner, ja, genau. Tiere. Genau, das ist definitiv der Fall. Du hast genau die drei Punkte aufgezählt, weil wenn das nicht da wäre, dann würde ich gar nicht mehr zurückfliegen, ganz ehrlich. Aber es ist auch in Ordnung so. Es ist auch ein Entwicklungsprozess, weil ich gewöhne mich ja auch so langsam dran. Ich bin jetzt hier das erste Mal auch im Winter. Und das war für mich ganz, ganz wichtig, auch den Winter zu sehen. Wie ist das denn? Weil ich war meistens von Mai, sage ich mal, bis Oktober hier auch ein bisschen Rambazamba gewöhnt. Und das war mir ein ganz großes Bedürfnis, Mallorca im Winter kennenzulernen. Und wie gefällt es dir? Es hat alles übertroffen, was ich dachte. Ich wusste es ja. Ich wusste, ich möchte im Winter hier sein. Geplant waren 4 Wochen, also zuerst mal 2 Wochen, dann wurden es 4. Und jetzt sind es schon 6. Länger kann ich dann aber wirklich nicht wegen der Kinder, wegen der Tiere und wegen anderem. Aber das, was ich bis jetzt hier wahrgenommen habe, das ist mein Leben. Es ist so schön hier. Es ist einfach ein Traum. Ich lebe hier meinen Traum. Ich habe ja schon gesagt, du musst jetzt noch mal kurz weg und dann bist du bald wieder da. Ja, genau. Ich bin gespannt, aber das wird sich alles fügen. Ja, der Winter ist sensationell. Du hast jetzt aber auch echt Glück. Es ist ja ununterbrochen warm, 20 Grad, Wasser 16, 17 Grad. Wir gehen jeden Tag ins Meer und es ist zwar oft so im Winter, aber nicht so durchgehend lange Zeit. Also das ist wirklich ein Geschenk gerade. Ist mir bewusst. Mhm. Ich bin ja auch nicht naiv. Ich meine, ich habe das ja auch gehört und ich folge auch anderen, die hier bereits wohnen, auch auf Facebook, auch meine Freundin Sonja von Staden etc. Und dann sehe ich ja, wenn hier ein Sturm wütet etc. Und ich denke, das ist nur nicht angenehm, wenn man zum Beispiel nur eine Woche, 2 hier ist. Ja. Wenn man aber den Winter hier ist, dann ist das in Ordnung und ich rechne da nicht damit, dass das jetzt so Traumwetter hier bleibt. Da bin ich auch realistisch. Und das ist in Ordnung, weil ich denke, die Sonnentage überwiegen so viel mehr. Und auch das, was mich hier halt so fasziniert. Und nochmal zur Frage zurückzukommen, was ich so sehr an Mallorca liebe, ist auch das Licht. Diese Farben, das ist so intensiv. Seit dass ich so bewusst lebe, habe ich eh das Gefühl, dass ich alles viel intensiver wahrnehme, schmecke, rieche und auch mit den Augen sehe. Und das ist wie Nahrung für mich. Und hier gibt es halt viel mehr Sonnentage. 300, also wir haben wirklich 300. Das ist krass, ist es. Als irgendwo anders. Und ich brauche Licht. Das brauche ich zum wirklich Wohlfühlen. Ich liebe das. Und dann spielt es auch keine Rolle, wenn es mal ein bisschen stürmt oder ein bisschen fester stürmt. Das finde ich irgendwie auch noch cool, wenn man drin sitzt. Ich muss ja da nicht draußen sein, oder? Da kann ich endlich mal drinnen arbeiten, weil hier hat man permanent ein schlechtes Gewissen, wenn man drin sitzt und ich will mal ein Schläfchen machen und dann sagst du mir, nee, nicht jetzt. Du kannst heute Abend schlafen, wenn die Sonne untergegangen ist. Jetzt hopp raus. Ja, weil der Tag ist so kurz, ne? Der Tag ist ja wirklich, wir haben jetzt irgendwie 5 Sonnenstunden oder so am Tag oder maximal 6 und die muss man dann echt genießen. Da kann man dann um 17 Uhr noch ein Nickerchen machen, wenn die Sonne weg ist, ne? Naja, egal. Aber wie gesagt, es ist schon so, wie es ist. Es ist eigentlich dem Winter über. Es ist immer frühlingshaft. Es ist oft T-Shirt-Wetter. Klar gibt es mal ein paar Tage mit Stürmen und Regen und so, ne? Das darf es ja auch sein. Aber in der Regel ist es so wie jetzt. Und das ist das, was keiner glaubt. Und wo ich immer denke, so, oh Leute, es ist so schön. Kommt doch auch mal im Winter. Und du hast es wirklich gemacht und ja, bist begeistert. So, jetzt mal zu deinem Business. Du bist Influencerin. Das wird ja immer oft belächelt, ne? Dieses Wort. Und erklär mal, wie ist das passiert? War das geplant oder ist das Zufall? Du bist also auf... Eigentlich kann man sagen, YouTuberin, oder? Ja. Das ist durch die Decke gegangen 2020, aber es hat vorher angefangen.
Das hat eigentlich 2014 angefangen. Da konnte ich aber nichts davon leben. Da bin ich sozusagen durch die Medien geschleudert worden, und zwar weltweit. Und zwar habe ich ja als freie Journalistin in einem Nebenjob, ich muss dazu sagen, ich bin Autodidakt, ich habe nichts gelernt, aber ich habe immer die Jobs gemacht, die ich wollte. Und warum hast du nichts gelernt? Du bist ja eigentlich aus Österreich, ne? Nee, ich bin aus Holland. Ach so, aus Holland, sorry. Ich bin Holländerin ursprünglich. Und bist dann früh Mutter geworden und dann warst du Mutter und Hausfrau oder wie ist... Ja, es war eigentlich so, dass ich bin mit 4,25 ist Mama geworden. Es waren eigentlich auch gesundheitliche Probleme. Also erstens mal, ich war eine klassische Träumerin. Ich habe nur aus dem Fenster geguckt und nur gelernt, wenn die Lehrperson mir sympathisch war. Für die Lehrperson, nicht für mich. Weil die Themen in der Schule haben mich nicht wirklich interessiert. Und ich habe mir blau gemacht, als ich in der Schule war. So klassisches ADS-Kind, so quasi so Ablenkungen. Hä? Ich hatte auch keine Ambition. Ich wusste weder, wer ich selber bin, noch was ich wollte. Also ich war wirklich die Träumerin schlechthin. Mit irgendwie null Ambitionen. Also die einzige Ambition, die ich hatte, war tanzen und einfach das Leben genießen und draußen sein. Und wie sind deine Eltern damit umgegangen? Also meine Eltern sind getrennt, die waren getrennt. Ich bin nur mit meiner Mutter in die Schweiz gekommen. Das hat sie nicht gestört. Sie hat gesagt, du bist hübsch, such dir einen reichen Mann und gut ist. Gut, darauf habe ich nicht gehört, obwohl ich Angebote hatte von einem reichen Mann, schon sehr, sehr früh. Der hat mich schon als Teenager dann in seinem Ferrari rumgefahren, aber ich habe nur gedacht, Gott, ist das unbequem. Also das war nichts, das hat bei mir nicht angeschlagen. Und dann kam natürlich auch eine größere Geschichte mit gesundheitlichen Sachen. Ich hatte zum Beispiel als Kind schon eine Wirbelsäulenverkrümmung, die festgestellt worden ist. Und als Teenager wurde ich so schief, dass die Ärzte dann entschieden hatten, ein Bein zu verlängern. Da waren mehrere Zentimeter Unterschied und ich hatte wirklich komplizierte Operationen, die ein bisschen schief gegangen sind. Und das war genau in der Zeit, wo ich auch aus der Schule gekommen bin und ich hätte gar keine Lehre machen können, weil ich war zum Teil einem Jahr, anderthalb an Krücken und hatte immer wieder Operationen mehrere. Hat mich aber irgendwie nicht gestört. Also es klingt nach viel, aber ich war immer irgendwie innen dran, einfach am Träumen und draußen am Körper wurde rumgeschnipselt und innen war ich einfach am Träumen. Also so zur Erklärung. Und als das alles vorbei war, war ich so ambitioniert und wollte leben, dass ich durch meinen Bruder dann tatsächlich die Möglichkeit hatte, einen Bürojob zu machen als ungelernte Kraft. Also, und er hat mir das einfach beigebracht. Und von diesem Job bin ich dann von einem zum anderen gependelt, hatte mit 18 schon eine Wohnung, schon ein Auto. Und das war super. Also ich war sehr früh selbstständig, alleine und habe das auch wirklich genossen. Ja, dann hast du ja doch was gelernt, auch wenn das jetzt keine Ausbildung ja, war. Ja, genau. Ne? Also einfach so ein paar Monate ein bisschen am Computer und habe mich da durchgeschlängelt. Und ich habe einfach mit meiner Person gepunktet, denke ich mal, und habe einfach schnell gelernt. Also auch Jobs gemacht im Reisebüro etc. war ich. Und als ich das erste Kind hatte, auch im Fitnessstudio, ich habe irgendwie alles gemacht. Ja. Und dann habe ich mich getrennt vom Partner, war ich alleinerziehend und dann ging es eigentlich los, dass ich lange für mich einfach geschaut habe, da ging die Selbstentwicklung los. Um die 30 ging es mit der Selbstfindung los und war einfach jeden Tag draußen am Laufen. Und es ist wie, wenn ich von mir selber geschult worden bin oder von oben oder was auch immer, wie man das nennen würde. Das Universum hat mich geschult, hat meine Themen angeschaut, wirklich aufgeräumt, war wirklich in mir über 10 Jahre. Und dann hat wahrscheinlich das Universum gedacht, so, jetzt ist sie reif und schmeiß mir sie mal raus.
Ich war dann an einer Veranstaltung, an einer spirituellen Veranstaltung, und da war ein Medium und irgendwie kam sie auf mich und hat gesagt, wieso bist du noch nicht bekannt? Wieso gehst du nicht raus? Und ich, hä, wie, was? Ich kann doch nichts. Aber warst du da schon spirituell unterwegs? Ja. Oder war das deine erste spirituelle Veranstaltung oder warst du da schon? Ich glaube, ich war immer schon bewusst oder spirituell. Habe schon mit 18 Affirmationen gemacht. Das hat mir meine Schwester schon beigebracht. Ich bin gesund, ich bin glücklich, ich bin dies, ich bin das. Also mit Affirmationen schon gearbeitet. Und meine Mama und meine Geschwister, die waren alle sehr sehr auch hellfühlend oder hellsehend. Das war schon in der Familie, so eine Hexenfamilie, könnte man sagen. Ja. Und 2014 ist dann Folgendes passiert. Ich habe dann als freie Journalistin gearbeitet für die Zeitung, bin dann umgezogen und habe nachts das Fenster aufgemacht und die Kirchenglocken gehört. Und ich fand das laut. Und ich dachte, in der heutigen Zeit brauche ich nachts nicht jede Viertelstunde zu wissen, wie spät wir es haben. Und so habe ich meinem Chef gesagt, ich möchte gerne einen Artikel darüber schreiben und eine Petition starten, dass die Kirchenglocken aufhören. Total naiv. Er hat gesagt, geht nicht, du bist involviert, wir machen aber den Artikel über dich und begleiten dich. Dann hat er einen Artikel rausgebracht, eine Woche später, am Morgen. Am Mittag stand das Fernsehen vor meiner Tür, das erste Mal das lokale Fernsehen. Und da fing es an. Aber was war das Thema? Das war das Thema, die Holländerin, die die Kirchenglocken in der Schweiz verbieten möchte oder sowas. Und das hat einen riesen Running, was auch immer, ausgelöst. Und eine Woche später fragte mich ein Reporter, Frau Holden, sind das die einzigen Glocken, die Sie stören? Und dann kam es. Da habe ich gesagt, ich als Tierschützerin, bin ja Veganerin seit 18 Jahren, mich stören, ich finde die Kuhglocken nix. Tue keinem anderen an, was man selber nicht gerne hat. Das war das Wespennest. Das ist wirklich in allen Medien gewesen. Die Veganerin, die in der Schweiz die Tradition, die Kuhglocken abschaffen möchte. Und dann ging es aber auch mit dem Shitstorm los. Also ich kam wirklich, das war wirklich, ich bin wie rausgeschossen worden in den Medien und da kam eine Welle auf mich zugerannt. Ich wusste gar nicht, wie mir der Kopf steht. So einerseits Medienanfragen ohne Ende. Ich war unzählige Male in den News, in den Nachrichten, in den Zeitungen und das ist dann auch länderübergreifend gewesen. Und es ging dann immer so weiter. Wie bist du mit dem Shitstorm umgegangen? Ja, das war das erste Mal. Das war heftig. Heute liebst du es ja, aber... Nee, lieben tue ich es nicht. Aber ich habe gelernt, da kommen wir noch drauf zurück. Ja. Ich habe damit gelernt, umzugehen. Es war so, dass dann die ersten Morddrohungen kamen. Wann war das? 14? 15? Das war anfangs 15 dann. Mhm. Und ich wurde mit Eiern beworfen auf der Straße. Ich wurde auch wirklich täglich angegangen. Das war dann echt, echt heftig. Und dann habe ich gedacht, was mache ich jetzt? Und ein normaler Mensch, oder die meisten wären da eingeknickt und hätten den Mund gehalten, weil es gibt keine Demokratie, es gibt keine freie Meinungsäußerung. Sorry, das ist Bullshit. Ich habe erlebt, wenn du das machst, das geht nicht. Und dann ist aber der Rebell in mir aufgewacht und ich habe auf Facebook eine Gruppe gegründet, die heißt Kuhglocken out. Und viele andere Seiten folgten. Darauf folgte dann eine Gegenseite mit x-tausend, ich glaube 20.000 Followern, Nancy Out-Gruppe. Die wollten mich aus der Schweiz rausbüchsen. Das ist echt krass. Ja. Gibt es die Gruppe noch? Nee, die wurde dann gesperrt. Aber diese war lange existent und haben sie auch aufgerufen gegen mich und den Kindern. Ja, da war schon noch heftig, auch gestalkt. Aber so. Wie hast du das denn durchgehalten? Ich meine, mit so Morddrohungen und so? Ich weiß es nicht. Im Nachhinein, es muss die innere Führung gewesen sein, dass ich irgendwo durchgefühlt habe, hey, was mache ich denn falsch? Was mache ich denn so Schlimmes? Ich sensibilisiere für die Tiere, ich sensibilisiere für neue Werte und einfach das, was ist, mal in Frage zu stellen. Das kann doch nicht falsch sein. Und das hat mich irgendwie motiviert, weiterzumachen. Und hatte zu dieser Zeit auch noch den Schweizer Pass angefragt.
Ja, und in der Schweiz ist die Demokratie da. Das heißt, die Dorfbewohner entscheiden, ob du diesen bekommst. Hast du ihn? Kannst du ihn vorstellen? Es wurde zweimal abgelehnt. Das ganze Dorf kam, und nicht das ganze Dorf, aber ziemlich viele kamen, um gegen mich zu stimmen. Und dies wurde dann bis in die Medien nach Australien, China, Japan, ich war in der Daily Mail, oder wie das heißt, in England und in Amerika in diesen Shows. Ich war überall in den Medien. Als die Veganerin, die keinen Schweizer Platz bekommt, weil sie die Kuhglockentradition abschaffen möchte. Gut, im Nachhinein war das mein Startschuss als Influencerin, weil trotz dieser Negativpropaganda war dann das Interesse schon sehr groß an meiner Person. Das ist ja heute auch so mit dem ganzen Trash-TV, ne? Ja. Negativ ist auch Werbung. Ja. Und irgendwann habe ich gedacht, ja, dann fängst du halt an, mit dem zu arbeiten. Ne? Aber da ich wusste nicht, was passieren wird. Und ich hatte einen kleinen YouTube-Kanal, wo ich einfach, den hatte ich dann angefangen. Und das ist meine Hauptberufung heute. Jetzt kommen wir zu meiner Hauptberufung. Ich hatte den YouTube-Kanal gestartet aus einem bizarren Grund. Ich wollte etwas Schönes meinen Kindern hinterlassen, wenn es mich nicht mehr gibt. Ich hatte irgendwie das Bild von einem lebendigen Fotoalbum, dass sie nachschauen können, wenn mir plötzlich was passieren würde, weil ich auch viele körperliche Sachen habe und irgendwo durch ein bisschen ein Hypochonder bin. Und habe dann angefangen mit Heilkräuter und Barfußvideos, einfach immer das. Es war wie ein Tagebuch. Dort, wo ich gerade stand, habe ich das aufgenommen. Auch der Wissensstand, der Bewusstseinsstand und einfach mein Lifestyle einfach aufgenommen und hochgeladen. Mit 10 Aufrufen, 20 und so weiter hat es dann gestartet. Dann kam die Corona-Zeit. Und ich habe bis heute das Gefühl, das ist meine Zeit gewesen. Das war wie das Startsignal für mein erwachtes Bewusstsein. Ich habe dann, weil die Spiritualität, das Bewusstwerden immer mehr Einfluss nahm in meinem Leben, gedacht, ich spüre so viel, ich habe so viele Visionen, auch dies halte ich mal fest. Und ich hatte Angst davor, ich wusste nicht, wie die Leute darauf reagieren, wenn man plötzlich Zukunftsvisionen teilt. Habe ich gedacht, ja, ich habe schon so viel gemacht, machst du einfach mal und guckst, was passiert. Und dann habe ich im Dezember 2019 Vision 2020 aufgenommen. Meine Prophezeiung, Vision für 2020. In kürzester Zeit hatte es über 100.000 Aufrufe. Wow. Und genau in diesem Monat, fast schon in dieser Woche, hat der Vater meiner Kinder die Alimente eingestellt. Das heißt, das war auch, weil er wurde dann, also hat auch eine neue Lebensberufung gesucht und irgendwie wollte er nicht weiterzahlen. Und ich fand das auch in Ordnung. Er hatte so viele Jahre gezahlt und ich wusste nicht, was passieren wird. Genau im gleichen Monat, wo er das runterfährt, fuhr der YouTube-Kanal zeitgleich hoch. So hoch, dass es praktisch vom ersten Monat an fast schon die Alimentenzahlen ausgeglichen hat. Okay, und kannst du mal erklären, für die, die das nicht wissen, ich weiß das auch immer nicht so genau, wie man denn damit Geld verdient? Wie heißt das? Motorisieren. Das heißt, du schaltest Werbung da rein oder Sponsoren oder wie ist das, dass man dann Geld verdient mit sowas? Es ist so, dass das kann man freiwillig einstellen. Man kann die YouTube-Videos auch so laufen lassen, ohne Werbung. Und ich habe dann gedacht, ja, ich lasse es mit Werbung laufen, aber nicht mit Werbeunterbruch im Video. Mhm. Das machen viele heute und das stört mich. Darum mache ich das auch nicht, auch wenn ich dann mehr verdienen würde. Das Verdienen passiert, man meldet sich dann an. Bei YouTube hat einen Kanal und wenn du eine gewisse, ich kann es jetzt aber nicht auswendig sagen, wenn du mindestens 1000 Abonnementen hast und mindestens so und so viele Aufrufe, dann kannst du einen Antrag stellen für Motorisierungen. Das habe ich dann gemacht
Und das heißt, bei jedem Video schalte ich die Werbung vor und nach meinem Video frei. Und jeder, der dann meine Werbung anschaut oder auch noch ein paar Sekunden, an dem verdiene ich dann tatsächlich Geld. Es ist nicht so viel, wie man denkt. Also man braucht schon eine gewisse Anzahl an Aufrufe. Aber desto mehr Aufrufe du hast, desto mehr kommt da rein. Und kannst du die Werbung aussuchen, die da reinkommt? Oder wer? Nee, aber das ganz, ganz Spannende war, dass natürlich ein Algorithmus auch im YouTube herrscht. Und am Anfang, als da so Vegan-Themen kamen, rate mal, wer dann bei mir Werbung gemacht hat. Die Fleischindustrie. Echt? Dann sahst du Steaks und Würste und keine Ahnung was alles. Und jetzt ist es aber so, dass, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, mir ist es aufgefallen, dass jetzt nur noch ganzheitliche Werbungen, bewusste Werbungen im Coaching-Bereich oder natürliche Ernährung laufen. Also das wird ja auch angepasst, weil es ist so, dass YouTube oder sprich der Algorithmus schaut, wie können wir diesen Film verwenden, dass jemand Lust hat, Werbung vor und nach oder während meines Videos zu machen? Das muss ja eine Einheit sein, das muss ja passen, das Publikum muss ja passen. Und ich habe mir das auch lange überlegt, soll ich das machen oder nicht? Und ich finde es jetzt in Ordnung. Es ist für mich wirklich in Ordnung, weil das ist so eine Unterstützung und das ist mein Hauptberufungszweig sozusagen. Ich habe dann aber noch mehrere neue Standbeine, die sind noch dazugekommen. Also es erweitert sich jetzt momentan ständig. Es ist zum Beispiel auch so, dass tatsächlich auch Menschen, die meine Videos geschaut haben, dass das ihnen irgendwie geholfen hat. Also die Feedbacks kamen so rein. Wir haben jetzt auch gerade jemanden hier bei uns wohnen. Die liebe Anne, wenn du es hörst, vielleicht kommst du ja auch noch in meinen Podcast, die ist ja durch dich inspiriert auch ausgewandert, ne? Ja. Und das ist total spannend. Also die Motivation, die vielleicht noch ganz kurz auf das zurückzukommen, am Anfang habe ich das gemacht für meine Kinder. Und als ich gemerkt habe, da kamen die ersten Feedbacks rein, und ich habe gehört, dass ich ihnen helfen konnte, einfach weil ich mein Leben lebe und das teile, was ich spüre. Und natürlich kommen da auch spirituelle Elemente hinein. Ich mache auch Energieübertragungen. Ich mache ganz viele lustige Sachen oder interessante Sachen oder einfach das, was ich wahrnehme, teile ich. Aber die Menschen hat das irgendwie berührt. Und das ist jetzt meine Hauptintention, weiterzumachen. Immer noch, weil ich bin privat, introvertiert und unsicher. Ich glaube, du kannst vielleicht ein bisschen, also man merkt das ja, wenn man mehr länger zusammen ist, wenn ich öffentliche Auftritte habe, kann ich sehr selbstbewusst rüberkommen. Aber auch in den Interviews etc., also Fernsehinterviews, aber ich bin eigentlich schüchtern ein bisschen. Ich weiß, was du meinst. Es ist bei mir ähnlich. Also ich bin auch introvertiert und das glauben die Leute auch nicht, weil ich so auf Facebook oder jetzt in dem Podcast so viel rauskomme. Ne? Mhm. Aber ich weiß, was du meinst. Ja. Ja. Das geht. Das wirkt ambivalent, aber das ist auch die Vielfalt des Lebens. Ja. Ne? Ja. Genau. Aber das ist ja schön, wenn du mit deinem Business andere Motivator für andere bist und dann das Feedback auch kriegst, ne? Genau. Und das ist Nahrung für mich. Und dann habe ich auch, das hatte ich das große Glück, dass Leute auf mich zugekommen sind, auch die Onitanis, das sind Seelenfreunde von mir, das sind Seelenmusiker und die wollten dann, die haben eine CD mit mir aufgenommen und ich so, wie, was, wo und war da in einem Tonstudio und keine Ahnung, aber es hat wunderbar funktioniert. Das ist auch wirklich auch so mein Impuls für alle da draußen, einfach mal machen. Gucken, was passiert. Und wenn es geht, dann geht es. Und wenn nicht, naja, hast du es probiert. Und dann kam aus diesen CDs dann auch Live-Auftritte. Wir haben dann Konzerte gemacht, wo sie Seelengesang gemacht haben. Und ich war dann da und einfach da. Ich habe dann einfach, was ich gespürt habe, dann halt einfach auch gezählt. Oder im spirituellen Bereich sagt man auch channeln manchmal. Mhm. Einfach das wahrgenommen und weitergegeben, was halt da war. Ja, und daraus ergibt sich immer mehr. Also jetzt habe ich Engel, also so Energiekarten, Kalender,
CDs. Ah ja, ich habe auch noch Fernsehprogramme, TV-Sendungen gemacht. Shopping Queen warst du, ne? Ja, ich war auf dem Shopping Queen. Das muss ich mir unbedingt nochmal angucken. Ich habe das damals im Post gesehen. Shopping Queen. Aber du machst First ja Dates. Diese Live-Auftritte, sind die denn jetzt neu dazugekommen? Durch die Ortalis oder war das vorher schon? Und auch das, was du jetzt hier auf der Wellness-Finca für Events machst, ist das neu oder hast du das schon immer gemacht? Nee, das ist jetzt wirklich erst seit 2 Jahren. Auch zum Beispiel, ich war zu Hause wandern bei mir und das möchte ich dann auch hier machen. Und dann habe ich gemerkt, ich hätte einfach gern Leute dabei. Und dann habe ich so das neue Konzept einfach ausgedacht. Das macht mir total Spaß. Ich habe das dann Lichtwanderung gemacht oder Lightpoint Way. Da haben wir manchmal meditiert, manchmal Wahrnehmungsübungen während des Laufens gemacht. Und es geht einfach auch um den Austausch. Und ich höre auch, was die anderen dann erzählen in der Gruppe. Es ist nicht nur, dass alles von mir kommt, sondern es muss eine Interaktion sein. Das finde ich auch total schön. Und ich liebe einfach neue Konzepte und immer wieder mich selber neu zu erfinden. Und durch das, dass ich jeden Tag mich neu erfinde, gibt es immer Neues. Ich glaube, das ist auch das, was die Leute auch ein bisschen fasziniert. Wenn jemand stehen bleibt oder es gibt viele, die haben ein Konzept, die machen was, es funktioniert und sie bleiben dabei. Weil sie denken, das gibt Sicherheit, das sind die Leute sich gewöhnt, weil wenn man was anders macht, was sagen dann die Leute plötzlich? Und ich mache die Leute wahnsinnig, weil ich die ganze Zeit alle Konzepte über den Haufen schmeiße und immer wieder was komplett Neues mache. Ja, wir wollen, aber wir haben dich so kennengelernt, wir wollen wieder das. Da sage ich, die gibt's nicht mehr. Ich bin jetzt da, tut mir leid, das ist das Leben. Und ich mache es auch nicht, also es muss ja für mich stimmig sein. Das, was für mich stimmig ist, das teile ich. Und das ist echt, das ist authentisch und das hat dann das Charisma dann auch. Wenn ich was für andere mache, dann ist die Ausstrahlung nicht da. Und das ist das, glaube ich, auch, was Erfolgsmenschen auch ausmacht. Weil sie bei sich bleiben. Sie tun es für sich, merken, es gibt eine Resonanz, dann gehen sie auch mit dem in die Öffentlichkeit. Aber wenn jemand, keine Ahnung, Leute anstellt für Werbung, Konzepte, Strategen, dann glaube ich nicht. Ich glaube da einfach daran nicht. Ich kenne viele, die haben Follower gekauft und dies und das gemacht und es funktioniert nicht. Die Leute, die gehören nicht dann einmal und dann gehen sie wieder. Aber wenn man jemand vor sich hat, der einfach echt ist, so crazy und verrückt und wie du. Komischer Vogel wie ich. Aber das ist das, was halt irgendwie die Leute fasziniert. Und ich weiß auch warum. Weil die meisten Menschen einfach sich danach sehnen, sich selbst zu sein und ihr eigenes Leben zu leben. Und nicht nach den Konzepten, die uns vorgegeben wird. Und ich glaube, das ist das auch ein bisschen, was ich vermittle. Mhm. Ja, da wären viele so gerne wie du, ne? So leicht und verrückt. Aber diese Live-Events, die du jetzt machst, da bist du ja auch sehr nah mit deinen Followern und Fans. Und du hast ja sehr viele Follower und Fans. Wenn ich mit dir hier durch die Straßen gehe, wirst du ja schon angesprochen. Ja. hast du das vorher auch schon so nah gemacht? Ich meine, die letzten 2 Jahre, als dein Durchbruch kam, ging das ja gar nicht so nah. Also ist das neu? Das ist noch nicht so lange. Aber weißt du was? Es ist pure Heilung für mich. Weißt du warum? Weil die Jahre davor war ich auch schon sehr bekannt, aber eher im Negativspektrum der Mainstream, dass die Leute mich richtig gehend gehasst haben, die meisten. Es gab auch die, die mich faszinierend fanden, aber da wurde ich mit so viel Hass konfrontiert und Wut und alles dann. Und jetzt plötzlich ist es umgekehrt. Jetzt habe ich das Gefühl, die Leute lieben mich irgendwie. Warum, weiß ich auch nicht, aber irgendwie. Und das ist so für mich persönlich eine Heilung. Also von dem her schön. Aber ich bin introvertiert. Ich bin sehr gerne mit mir alleine. Und wenn ich dann merke, dass jemand, wo mich vom YouTube-Kanal kennt und mal Hallo sagt, das ist toll. Oder eine Umarmung, auch auf der Straße. Ja, genial, liebe ich. Wenn sie mich versuchen einzunehmen, so quasi, kannst du nicht bei mir schauen, kannst du mir ein Coaching geben, dies und das,
ja, dann denke ich manchmal, nee, möchte ich eigentlich nicht, da möchte ich auch frei sein. Also ich habe jetzt auch wirklich 3 Jahre lang keine privaten Coachings mehr gegeben. Also jetzt mache ich wieder ein bisschen, schau, wie es ist. Ich habe aber vom Gefühl her, dass ich das nicht so lange machen werde. Es geht nicht. Das ist halt dann der Gruß. Ich muss mich auch ein bisschen abgrenzen. Mhm, muss dich schützen auch, ne? Ja. Mhm. Aber es ist trotzdem schön, den Menschen so zu begegnen. Und das Interessante ist, da gehst du da laufen mit dem Partner oder mit den Kindern. So, hallo Nancy, und ich habe gesehen, die Wohnung und so. Und ich denke, oh, es gibt echt Leute, die die Videos anschauen. Da bin ich immer wieder erstaunt. Ja, das weißt du durch die Uploads, ne? Also da gucken ja schon einige drauf. Aber es ist schon spannend, wenn sie dann vor dir stehen und du die auch mal siehst, yeah, wer das eigentlich ist, wer das eigentlich guckt. Ne? Und das finde ich auch hier so spannend jetzt. Ich mache ja jetzt gerade die ganzen Termine für dich und wer dir so folgt, den ich auch kenne aus meiner, so aus meinem Umkreis, ne? Und was hier so für Leute kommt, ist total spannend, wenn man sie dann wirklich mal am Tisch sitzen hat, ne? 1:1, weil vorher ist es wie, ich sage jetzt mal salopp, wie eine Zahl. Ja. Wenn ich ein Video aufnehme, dann rede ich ja nicht mit mir, aber irgendwie, ich sehe nur die Kamera. Mhm. Und das lädt man danach hoch. Was ich mir aber mache, anonym, ist, ne? Und es ist anonym, aber ich mache dann schon in meiner Vorstellungskraft, stelle ich mir die Leute auch immer vor. Weil ich sage zum Beispiel auch, ich liebe dich. Und das ist echt gemeint. Das ist wirklich, weil ich diese Liebe auch wirklich spüre. Und wenn ich die Videos mache, dann habe ich das Gefühl, dass ich die Leute schon dahinter spüren kann. Und trotzdem ist live immer noch mal anders. Das ist so physisch, so dreidimensional. Ja, aber wie gesagt, wenn man die denn da sitzen sieht und da ist alles dabei, von jung bis länger jung und Männer und Frauen, wir haben ja alles an einem Tisch gehabt, total spannend, ne? Dass das jetzt alles mal so ein Gesicht hat. Ne? Und auch so durchmischt, so vom Volk her, nicht nur eine Sparte oder so. Ja. Ich möchte auch nicht die spirituellen Leute erreichen. Ich sage selber, ich bin nicht spirituell, ich bin einfach bewusst, ich bin am Leben. Und es ist doch schön, wenn man alle irgendwie erreichen kann, ja. Ja, wahrscheinlich hast du keinen Plan für die, sorry, was hier so kratzt, das ist Happy, die einen Knochen von der lieben Anne geschenkt gekriegt hat und der muss jetzt gekaut werden, genau jetzt, aber ihr kennt das ja schon. Hast du denn noch Zukunftspläne oder lässt du da wirklich alles intuitiv auf dich zukommen? Jeder Tag kommt, wie er kommt. Also ich habe schon den Ansatz, dass ich jeden Tag versuche, so zu leben, wie wäre es mein letzter wäre? Mhm. Ich muss jetzt lachen, bin happy. Das ist das Leben, das finde ich cool. Sagen wir es mal so, persönlich habe ich schon gewisse Ambitionen. Aber das sind so, in das Einheitsfeld zu tauchen, das sind so Bewusstseinsspektren. Und ich hoffe, dass ich meine also die Leute, die ich bis jetzt erreiche, oder auch neue, einfach mitnehmen darf auf meinem Weg. Das ist das, was mir Freude bereitet. Auch als Influencerin. Das ist das, was ich richtig gerne mache. Das, was mir gut tut, auch an Nahrung oder Rohkost oder irgendwie keine Pülferchen oder wenn ich was mache mit Urkost oder so. Oder ganz tolle, bewusste Seelen, Menschen kennenlernen. Mal eine Tierkommunikatorin hier und dann mal dort was. Und das zu verbinden und zu vernetzen, das macht mir große Freude. Und ich denke, dass das weitergehen wird. Das ist meine Vision, die ich selber von mir habe. Solange ich lebe. Also bleibt das dein Business? Ja, weil es ist die Liebe, also was ich einfach merke, es wird immer größer. Sowohl zu meinem eigenen Leben, zu mir selbst und einfach zu dem, was ich tue und einfach auch das Außen. Es wird wie immer schöner. Hm. Es wird immer intensiver. Ich kann nur sagen, die Menschen sind echt glücklich, dass du mal hier auf der Insel auch solche Events machst. Also, wie gesagt, deine Events, wir haben jetzt 3 oder 4 sogar schon, die sind so schnell ausgebucht und es kommen wirklich Menschen eingeflogen, finde ich. Das finde ich auch spannend. Weißt du, wie sehr ich mich dann denke ich, die kommen wegen mir, dann denke ich, oh, hoffentlich mache ich meinen Job dann richtig, so quasi, da kommt dann die Scheue wieder und denke, oh mein Gott, oder? Ja. Da kannst du nichts falsch machen, du bist ja du, ne? Ja. Aber das finde ich total faszinierend.
Und ja, ich freue mich auf noch ganz viele weitere Events mit dir. Ich freue mich auf den nächsten Winter. Ja, schon hast du ja schon wieder gebucht bei mir. Ja. Und dann, wenn du denn nicht schon ganz hier bist. Ich bin gespannt, das wird sich jetzt alles fügen. Wir wissen nicht, wie schnell es geht, aber wir halten euch auf dem Laufenden. Es wird auf jeden Fall einen zweiten Teil dann geben, wenn du denn ganz hier bist. Ja, gerne. Und möchtest du noch was sagen an unsere Zuhörer? Also mein Ansatz ist, ich nehme mich selbst nicht so wichtig, lache über dich selbst, lache über das Leben. Wenn du lachen kannst, dann ist alles irgendwie leichter. Das ist so. Ja, mach die Augen auf. Komm aus dem Tunnelblick raus. Auch wenn wir viel zu tun haben und denken, wir müssen viel machen, lass den Tunnelblick weg und schau mal um dich herum, was alles schon da ist. Und sehe dich selbst auch mal an, im Spiegel in die Augen. Schau mal, wie wundervoll du selber bist. Und du entdeckst da ganz, ganz vieles dann. Ja, und wenn wir das sehen, dann wird unser Leben voller Miracles. Schön. Ein Leben voller Wunder. Ach, Nancy, schön, dass du dabei warst. Wir werden alle deine Kanäle, du hast ja auch einen Telegram-Kanal, YouTube, Insta, Facebook, überall bist du, ne? Ja. Bist du irgendwo nicht? Ja. Mal googeln können, das ist aber viel zu lesen. Werden wir auf jeden Fall alles hier in die Shownotes verlinken. Und wenn ihr Kontakt mit Nancy aufnehmen möchtet, macht das gerne über Insta, ne? Oder eine persönliche Nachricht oder über mich. Ich bin gerade hier Managerin hier. Ja, du hast dich selbst als meine Managerin auserkoren, ja, wenn du den Job haben möchtest, noch so gerne, weil ich habe weder eine Webseite noch eine E-Mail-Adresse irgendwie, die ich da rausgebe, noch eine Telefonnummer. Und da bin ich sehr dankbar. Aber wie gesagt, ich lese wirklich alles. Also wenn mir jemand schreibt über Instagram, oder Facebook oder auch alle Kommentare. Ich lese tatsächlich alle Kommentare, auch wenn ich nicht auf alles immer antworten kann. Aber ich lese es. Das ist ein Fulltime-Job. Ja, und wir haben jetzt noch 3 Events. Also der Podcast kommt ja jetzt noch dieses Jahr raus. Wir haben das nächste Event am 1.1. mit deiner lieben Freundin Sonja Ariel von Staden. Und dann am 7., aber das ist ausgebucht. Mhm. Und wir haben gerade einen neuen Termin gemacht, am 22.01. Da könnt ihr noch, gibt es noch ein paar Plätze, das ist ganz neu. Ja, und das möchte ich ja noch sagen, auch neu mit Seelmusik, mit Kristallklangschalen. Ja. Da freue ich mich sehr drauf. Ja, ich auch. Das habe ich auch noch nie gehört. Man kennt ja die Klangschalen aus Metall, ne? Mhm. Aber aus Kristall, da bin ich echt gespannt. Das ist, das geht direkt in die Zellen rein. Ja. Also das wird wieder sensationell. Und dann musst du ganz schnell wiederkommen, weil dann haue ich dir den Kalender voll mit den weiteren Events. Ja, ich gebe ja auch noch auf Tournee in Deutschland. Ja, ich weiß. So ich weiß. 2023, ich habe schon ziemlich viele Termine. Aber nächsten Winter bist du auf jeden Fall wieder hier. Das haben wir alle schon fest geplant und da machen wir schon Pläne. Und irgendwas wollte ich noch sagen. Ach so, ja, und wenn jemand noch einen persönlichen Termin bei dir haben will, kann er mich auch noch anschreiben, solange du das noch machst. Ne? Ja, das muss man wirklich gerade so ein bisschen ausnützen, weil ich sage immer, ich kann immer nur für den Augenblick reden. Mhm. Ich mache das nicht irgendwie aus Strategiegründen oder so ein Bullshit, sorry, sondern es ist wirklich einfach, was kann ich gerade und was nicht. Und wenn ich merke, es wird zu viel, dann ziehe ich mich auch wieder eine Weile zurück. Ja, kann ich verstehen. Du bist, ja. Wir gucken uns gerade so verliebt an. Ja, das stimmt. Wir haben uns wirklich lieb. Also ich hab auch eine neue Freundin jetzt mit dir gefunden. Ja, du bist jetzt nicht nur meine Betreuerin und Managerin, sondern ich habe hier echt ein Gefühl, ich habe hier eine neue Schwester gefunden. Was hast du gesagt? Wir sind Zwillinge. Und getrennt worden das bei der Geburt. Das hat gleich gefunkt. Hä? Ja, wir haben ja auch fast an einem Tag Geburtstag. Ja, und ich möchte noch sagen, noch was Persönliches zu dir, liebe Sarah, wo ich das erste Mal diese Folgen gehört habe hier von Mallorca Lovers, habe ich die enorme Energie gefühlt in diesem Kanal, was du machst. Und du hast ganz, ganz besondere Menschen angezogen, weil du selber ein ganz besonderer Mensch bist. Und darum wird das auch sehr, sehr eine große Reichweite haben in Zukunft. Das weiß ich. Das ist erfolgreich. Vielleicht werde ich jetzt auch Influencerin. Ja, bist du ja schon. Mit deinem Live-Wetterbericht. Ich finde das so cool. Ja, das ist. Ich freue mich schon. Da kriege ich auch ganz viel Feedback. Also ja, da freuen sich die Menschen auch drüber. Ja, und das freut mich dann wieder, ne?
Ja, wenn jetzt Schnee ist oder so und oder trübes Wetter und dann siehst du das. Das ist Seelennahrung, was ja, du das hat eine, die Leute haben dann, also das sind ja die Mallorca-Lovers auch, die sich den Wetterbericht angucken, die dann gerade weg sind von der Insel und Heimweh haben, weil sie nicht hier sind oder die gerade kommen wollen und sagen, oh, ich guck da mal rein, wie ist denn das Wetter jetzt? Absolut. Auch wirklich live, ne? Ohne in die Wetter-App zu gucken. Und da kriege ich so wunderschöne Feedbacks, das macht mir auch so von Herzen Spaß, ja. Nein, das hast du, was machst du, was sehr, sehr gut ist. Ja, gibt es auch auf Telegram, ich habe ja auch einen Telegram-Kanal. Ja. So, ihr Lieben, also, ich möchte auch nochmal sagen, es ist so wunderschön mit Nancy und so lustig und das macht so viel Spaß, das könnt ihr euch nicht vorstellen, aber vielleicht seht ihr das auch in unseren Videos. In unserem Weihnachtsvideo, aber wir machen bestimmt noch ein paar lustige Videos. Also ihr Lieben, ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen, wie immer. Liked ihn, teilt ihn und ja, ihr wisst schon, und kommentiert ihn nett. Und ich hab euch lieb. Piep, piep, piep. Bis bald, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss. So, das war's schon. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gib uns doch ein Like, lass einen netten Kommentar da. Abonniere unseren Mallorca Lovers Podcast und wenn auch du Mallorca Lovers bist oder Auswanderer und deine spannende Geschichte mit mir und unseren Zuhörern teilen möchtest, dann nimm doch Kontakt mit mir auf. Ich freue mich auf dich. Bis bald und adios.